Ab mit dir in den Kongo, du Arschloch. Nee. Diese Schmarotzer muss man in die Gaskammer schicken, Mann. Hey! Pass auf, was du sagst, du Nazi-Schwein. Pass auf! Ihr Ausweis, Herr Hirschke. Kann ich jetzt gehen? Nee. Sie kommen noch mit aufs Revier. Das darf doch nicht wahr sein. Ich kann noch morgen kommen oder übermorgen. Oder was weiß ich wann. Herr Negatupur, Sie können hier nicht jeden als Nazi abstempeln. Wie lange muss ich mir sein Blutgesapfer hier noch anziehen, ne? Das hätten Sie sich vorher überlegen müssen, bevor Sie auf ihn einschlagen. Er hat doch angefangen hier. Das sehe ich anders, Herr Hirschke. Holen sich bloß kein AIDS bei diesem Afrikaner hier. Hier hast du mein AIDS, du Arsch! Ah! Herr Wachtmeister, ich würde gerne draußen warten. Sie bleiben, bis wir im Revier sind, an dem Platz, wo Sie jetzt sitzen. Ich raff das einfach nicht. Ich werde wie ein Ausländer im eigenen Land behandelt. Und dieser Bim, dieser soll hier ein Deutscher sein, oder was? Du Missgeburt, weißt du was? Ich bin Deutschland. Und dein Deutschland schieb ich dir in deinen Nazi-Arsch, ist das klar? Herr Nack hat die Pure. Geiler Start, oder? Super, wir können den Laden übernehmen. Genau. Hände auf den Tisch und sitzen bleiben. Hast du was an Ohren? Oh, was haben wir denn hier? Wo ist die Chefin? Finger weg! Aber bezahlen darf ich trotzdem für dein Scheißkind. Du wirst mich kaputt machen. Du wirst mich fertig machen. Also du kannst mich nicht fertig machen. Ich mache dich fertig. Du bekommst keinen Pfennig für dein Scheißkind. Hey! Boah, das hat weh getan. Ja, nun sagen Sie schon was. Ich bin Schauspieler, ich bin hart im Nehmen. Sie haben nur noch wenig Zeit. Sie leben noch einen Monat. Ja, wovon denn? Schlangen sind fast blind. Da nützen beim Beschwören schöne Augen gar nichts. Und an was hast du dabei gedacht? Bitteschön. Denk dran, Josef. Du übernimmst morgen die erste Thekenschicht.